Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Karte. Diesmal möchte ich euch die Serviettentechnik vorstellen. Normalerweise braucht man dafür einen speziellen Kleber wie diesen hier. Bei der Kartengestaltung funktioniert sie aber auch ohne diesen. Okay, der Karton ist 23 x 10 cm groß und wird bei 10 und 20 cm gefalzt und gefaltet. Dann schneidet man die Serviette in die gewünschte Größe zu. Für diese Technik braucht man nur die oberste bedruckte Lage. Und um die unteren Lagen zu entfernen, nehme ich ein wenig Tesafilm, klebe ihn auf die untere Lage und kann sie so problemlos abziehen. Einmal und noch einmal. Nur diese dünne bedruckte Schicht wird benutzt, daher sollte der Karton weiß oder von heller Farbe sein, damit das Motiv sichtbar bleibt. Jetzt kommt Frischhaltefolie ins Spiel, sie dient uns als Kleber. Ein Stück Folie zuschneiden, auf die gewünschte Stelle geben, natürlich faltenfrei. Darauf die Serviette legen. Mit Backpapier abdecken und das Bügeleisen auf höchste Stufe, also auf Baumwolle stellen und ohne Dampf bügeln. Das gleiche auf dem unteren Teil der Karte wiederholen. Frischhaltefolie, dann Serviette, danach das Backpapier drauf und auf höchster Stufe Baumwolle ohne Dampf bügeln. Hier nehme ich rote Serviette, daraus schneide ich am Ende eine Weihnachtskugel aus. Auch hier nochmal das gleiche Spiel. Und falls die Serviette nicht richtig kleben sollte, nochmals drüber bügeln. Bei meinen ersten Versuchen hatte sich die Serviette wieder gelöst, aber nach erneutem Bügeln hatte sie dann doch festgeklebt. Das sollte man vielleicht erst einmal auf Schmierpapier oder so ausprobieren, bevor man auf dem richtigen Papier arbeitet. Dann falze ich die Mitte der Kartenvorderseite und falte sie. Die Kugel habe ich ausgeschnitten und fahre mit Lackmalstift die Linien des Musters nach. Sie wird nochmal mit Folie bedeckt und gebügelt. Das Menü wird ein wenig kleiner als die Karte zugeschnitten und nur an der oberen Seite aufgeklebt. Dann fahre ich nochmal die Falzlinien nach, damit die Karte gut zusammengeklappt bzw. aufgestellt werden kann. Das Menü könnte man mit dem Computer ausdrucken, dabei sollte man allerdings dann auf die richtige Größe achten. Die Kugel hat durch die zweite Lage Folie eine Art Versiegelung bekommen und hat eine glänzende Oberfläche. Die der Karte ist matter. Mit einer Motivschere wird ein Stück roter Karton geschnitten, aufgeklebt und der überschüssige Rand abgeschnitten und
der untere Teil der Karte festgeklebt. Zum Aufkleben der Kugel werden 3D-Pads verwendet. Und da ich keine Sticker oder ähnliches gerade zur Hand hatte, hatte ich einfach mit Edding geschrieben. Der allerdings verläuft natürlich ein wenig. Wer das nicht möchte, sollte auf ein Stück Papier den Namen schreiben und aufkleben. Das Menü könnte man natürlich auch per Hand schreiben. Und die Karte ist fertig zum Aufstellen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Materialliste ist wie immer in der Info und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.